Hallihallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch ganz herzlich zum Elden Ring Videotagebuch. Das ist etwas, was ich tatsächlich schon sehr, sehr lange mal machen wollte. Und das bietet sich bei Elden Ring jetzt natürlich umso mehr an, weil diese Open World ja dafür sorgt, dass jeder dieses Spiel so ein bisschen anders erkundet und die Soulsborne-Reihe ja sowieso eine ist, wo jeder so ein bisschen eigen spielt. Und ich bin auch mal gespannt, was ihr dazu sagen werdet, weil ich glaube, ich bin nicht der typische Soulsborne-Spieler. Ich habe da, normalerweise bin ich jemanden, der sehr stark auf Story fokussiert ist und hier lustigerweise versuche ich es immer, erwische mich aber öfters dabei, einfach wirklich das Gameplay zu mögen. Und ich glaube, das wird man nach und nach auch so feststellen. Deswegen lass uns gar nicht mehr lange um den heißen Brei rumreden und loslegen. In der Charaktererstellung habe ich natürlich dementsprechend auch relativ wenig Zeit verbracht, weil ich immer der Meinung war, so ja, ich bin niemand, der sich sowieso lange um Charaktererstellung kümmert. Und gerade in den Soulsborne-Spielen ist es meistens so, dass man in der Durchrüstung sowieso gar nicht mal so viel von einem sieht. Und entsprechend habe ich mir das zwar alles so ein bisschen angeguckt, ein bisschen durchgeschaut, fand die Figur aber irgendwie okay genug, als dass es mich dann irgendwann nicht mehr interessiert hat. Und ich habe natürlich mit dem Krieger angefangen, denn ja, man kann hinterher alles machen, aber ich mochte tatsächlich irgendwie einfach die Möglichkeit, sowohl zwei Waffen zu haben, als auch mit dem Schild zu blocken. Ich bin jemand, der die Souls-Spiele sehr gerne als Nahkämpfer spielt, auch wenn man natürlich als Magier oftmals ein bisschen besser, ein bisschen leichter durchkommt. Aber ich mag das halt. Für mich ist das, wie gesagt, eher ein Skillspiel. Ich blende immer diese ganzen Rollenspiel-Sachen relativ aus, aber da werden wir gleich auch direkt zu kommen. Also, es geht los. Wir starten in der Welt von Elden Ring und ich mochte die Einführung sehr gerne. Ich fand die Gemälde wirklich wunderschön. Nicht umsonst ist ja auch George R. R. Martin damit betraut gewesen, da zu helfen. Nein, der hat nicht gemalt, das meine ich nicht, aber man merkt direkt so, dass da was auf einen zukommt, dass die Welt sieht spannend aus, also wie sie aufgebaut ist, wie sie funktioniert. Auch wenn im Kern das natürlich nur sagt, der Eldenring wurde kaputt gemacht, geh mal los und mach ihn wieder heile und werd zum neuen Eldenlord. Also es ist jetzt bislang noch nichts unglaublich literarisch hochanspruchsvolles, aber meine Güte, die Bilder sind wirklich, wirklich wunderschön. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, ich mochte immer die Render-Sequenzen aus den alten Spielen immer sehr, sehr gerne. Ich denke da einfach nur alleine ans erste Dark Souls, wo man einfach nur diese Leiche oder diesen Untoten vorbeifliegen sieht und dann wedelt, oder war es Demon's Souls? Ich weiß, es verschwimmt alles miteinander. Das fand ich tatsächlich sehr cool. Nee, es war Dark Souls. Müsste Dark Souls gewesen sein. Und das fehlt mir halt hier tatsächlich. Also es geht los und das Erste, was man an Bewegtbild sieht, ist halt die eigene Figur. Und ja, wie gesagt, da habe ich mir jetzt nicht so viel Mühe mitgemacht. Und auch, ja, es sind Runen, es sind Befleckte und keine Untote mehr. Da fing es bei mir dann halt auch schon an, wo ich sagen musste, ja, lore-technisch ist das bestimmt super spannend und ich mag das auch, dass es jetzt relativ klar ist, was Sache ist und was ich grob zu tun habe, aber es war dann irgendwie so, ich freue mich eher auf die Kleinigkeiten, die ich dann in der Welt finde, als jetzt wirklich darüber nachzudenken, wow, ist das toll, ich habe das zum Beispiel auch mir überhaupt noch keine Gedanken darüber gemacht, was das für eine Welt ist, es ist eine Zwischenwelt, das ist alles irgendwie ganz, ganz schön, aber irgendwie war ich dann noch nicht so drin. Das ist aber, wie gesagt, das habe ich am Anfang schon ganz kurz gesagt, das ist bei mir meistens so. Ja, und wo wir drin sind, war ich tatsächlich erstmal ein bisschen verwirrt, habe ein bisschen rumgeguckt, habe auch erstmal in die Itembeschreibung geguckt, habe da jetzt aber nichts groß gefunden, was mich super interessiert hätte und habe wie jedes Mal ein bisschen rumprobiert, wie die ganzen Moves denn funktionieren und habe nicht hinbekommen, den Sprungangriff zu machen. Und das werden wir später noch sehen, weil ich das hier noch gar nicht verstanden habe, denn es gibt ja jetzt eine eigene Sprungtaste. Da kann ich einmal kurz vorspulen und eine Szene zeigen. So, hopp, Sprung. Und
Das ist tatsächlich was, womit der Sprungangriff plötzlich sehr, sehr kontrollierbar wird, weil dieses Vorschnacken immer und schweren Angriff drücken, das musste man meistens schon relativ präzise machen, mal mehr, mal weniger ging das relativ einfach von der Hand und hier ging es dann halt erstmal gar nicht und das fand ich sehr merkwürdig, aber wie gesagt, das wird später viel, viel einfacher und ja, und dann sieht man halt das erste kleine Gebiet, wo ich dann halt auch schon instinktiv dachte, das ist, so werde ich also in diese offene Welt reingelassen, sehe schon diesen riesigen, wunderschönen Baum. Und etwas, was ich gleich noch öfter sehen werde, nämlich diese ganzen furchtbaren Nachrichten auf dem Boden. Da muss ich halt wirklich sagen, ich bin auch jemand, der das lieber alleine spielt. Ich weiß, man kann mit Geistern und mit anderen NPCs, mit anderen Leuten relativ gut zusammenspielen. Aber ich muss sagen, ich fand das immer ein bisschen nervig. Also ich war immer froh, wenn ich alleine war. Und die Nachrichten, finde ich, sind ein ganz guter Beweis dafür. Die sind nämlich überall zugekleistert. Man konnte teilweise Sachen später auch gar nicht mehr richtig aufgreifen. Selbst also ich finde, das killt immer eher so ein bisschen Atmosphäre. Es soll ja normalerweise auch helfen. Dann gibt es halt immer die Assis, die sagen, ja, spring mal runter. Aber sollte man lieber nicht tun. Und das fand ich ein bisschen furchtbar. Ich empfehle da wirklich immer nur lieber, das nicht online zu spielen, wobei ich das noch nicht ausprobiert habe, ob das dann überhaupt geht, ob die dann auch weg sind, weil ich mag diesen Aspekt tatsächlich überraschenderweise nicht so gern. Für mich ist das eine Einzelspielerfahrung und ich mag diese Schwere und Leere und ja, diese Souls-typische Melancholie lieber alleine ertragen tatsächlich, genau. Und dann habe ich halt das erste Gebiet hier so ein bisschen erkundet, habe nichts gefunden an Loot oder so, das ist ja sonst ganz gerne mal, also keine versteckten Sachen. Und dann trifft man auf den ersten Feind und ich dachte mir so, ja, das kriege ich schon hin, wobei mir dann irgendwann auch aufgefallen ist, ich habe gar kein Interface, wahrscheinlich soll ich hier gar nichts können, die Karte verrät ja auch noch nicht so wirklich und entsprechend sah die erste Begegnung dann so aus. Und dementsprechend wacht man wieder auf. Ich sehe schon das süße Hottehü, was mir später mal gehören wird und mit dem ich die wunderbare Welt bereisen werde. Und ich erhalte die Chance, als Befleckter tatsächlich immer wiederzukehren. Und wie gesagt, das ist lore-technisch wahrscheinlich später total interessant, aber ich sage das hier auch nochmal ganz explizit. Ich versuche mich immer in diese Lore reinzuarbeiten und ich finde, die gibt einem von Atmosphäre auch immer sehr viel, aber ich bin niemand, der sich damit ausschließlich beschäftigt. Ich spiele diese Spiele tatsächlich vor allem gerne wegen dem Gameplay und wegen der Herausforderung. Und entsprechend habe ich mir das alles angeschaut, habe so mein Estus Flancon alias Flasche mit Purpurtränen, was ich irgendwie, naja, es ist halt so. Im Grunde genommen, wir alle wissen, die es schon mal gespielt haben, was wir damit zu erwarten haben. Wir haben eine Flasche für Lebensenergie und eine für die FP, also die Dingens. Und entsprechend ist alles wie gewohnt. Ich bin dann in diesem ersten kleinen Dungeon ein bisschen rumgelaufen, habe diesen wunderschönen Baum gesehen, bin dann da oben lang gegangen und hab direkt es ist kein Leuchtfeuer, sondern es ist ein Leuchtfeuer, machen wir uns nichts vor, es ist ein Leuchtfeuer. Und dann habe ich halt sofort gedacht, vielleicht sollte ich hier noch nicht weiter, wenn hier halt schon ein Leuchtfeuer ist. Da war ja noch so eine Grube, wo man runterfallen konnte. Vielleicht sollte ich da erstmal hingehen. Genau, Leuchtfeuer, jetzt habe ich es nämlich, es ist die Gnade. Die Gnade des Herrn, die uns hier ruhen und rasten lässt. Wo ich auch direkt gemerkt habe, man kann hier noch nicht aufleveln. Dafür wird man dann wahrscheinlich eine gewisse Person brauchen. Ich kann auch jetzt schon mal spoilern, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme habe ich das auch noch nicht gefunden. Ich renne immer noch mit meinen Anfangsrunen herum. Weil ich tatsächlich erstmal die Welt so frei erkundet habe und auf eine Möglichkeit noch nicht gestoßen bin. Naja, auf jeden Fall habe ich mir erstmal gedacht, so okay, dann gehe ich erstmal hier runter, weil offensichtlich kann man hier was machen. Ich sehe es ja, wie man sich hier runterrollen kann und dann möchte ich erstmal das erkunden. Das Problem war nur, ich habe dann erst gedacht, so scheiße, warum bin ich hier runtergegangen? Weil jetzt kommen die ganzen Hinweise, wie man kämpft, wie man blockt, die ersten einfachen Gegner, die man einfach wegmetzeln kann. Wie gesagt, wer einmal ein Soulsborne-Spiel gespielt hat, der wird gerade hier unfassbar unterfordert sein. Und ich habe das erste Mal gedacht, scheiße, wäre ich doch mal oben lang gegangen. Was, wie sich gleich herausstellt, überhaupt kein Problem ist, denn man läuft eigentlich nur einmal im Kreis, um die wichtigsten Sachen kennenzulernen. Ich glaube sogar, man kann es einfach auslassen, wenn man
nicht gerade, also wenn man sich sowieso schon gut auskennt. Aber für mich war es echt ganz super. Ich fand es ganz angenehm. Ich hatte auch die ersten Erfolgserlebnisse, denn es kam tatsächlich schon der erste Boss. Und der war, naja, also nachdem ich erstmal so ein bisschen geschlichen war, ein paar Leute weggeballert habe, das war alles sehr, sehr angenehm, sehr einfach. Die Gegner waren auch nicht schwer, selbst wenn man entdeckt worden wäre. Und dann kam der erste Boss. Und ach, schaut es euch einfach an. Ja, das war dann tatsächlich unabsichtlich unfassbar gut von mir, denn ich bin nicht der krasse Gegenblock- und Kontertyp, aber ich muss auch sagen, gerade das mit dem Kontern, dadurch, dass das jetzt auch funktioniert, wenn man normal blockt, wird es ein bisschen einfacher gegenzuhauen. Und zu meiner großen Freude bin ich tatsächlich im gleichen Raum danach wieder rausgekommen und war super happy und muss aber sagen, dass die Belohnung, die einfach nur ein Emote war, da habe ich schon gedacht so, in der gleichen Zeit in einem Dark Souls hätte ich jetzt schon wesentlich mehr an Gegenständen bekommen, die ich gebrauchen konnte. Irgendwelche Gebrauchsgegenstände, irgendwelche schlechten Waffen oder so. Da muss ich sagen, da bin ich noch ein bisschen, da bin ich noch nicht so happy drüber, aber meine Güte. Folgt man nun dem Pfad, den ich anfangs vermieden habe, da habe ich auch noch ein paar Gegenstände gefunden, die man hätte benutzen können, wenn man am Start bestimmte Items ausgewählt habe. Ich habe mich für ein Amulett entschieden, das mir mehr Lebensenergie bietet, wo ich hinterher sagen musste, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, das wäre ein Gebrauchsgegenstand und nun ja, ich meine, das ist kein Gebrauchsgegenstand, also man muss ihn die ganze Zeit tragen und das wird man ja irgendwann nicht mehr. Kommt man dann das erste Mal raus in die offene Welt und was soll ich sagen, es war wunderschön. Limgrave heißt nämlich dieser wunderschöne Ort. Man sieht halt sofort diesen wunderschönen dicken Baum. Und das Coole ist halt, man sieht dieses Schloss im Hintergrund. Man sieht direkt so kleine Türme und Gebäude. Man hat so viele Punkte, wo man hinläuft. Dann hat man noch die Gnade, also diese Art Leuchtfeuer vor sich, die einem auch noch so einen Schein wirft. Eine Figur, die einem sagt, hey, wenn du dem folgst, kommst du auch an andere Gnadenpunkte, wo du dann auch rasten kannst. Und es ist natürlich wie jedes Mal so, wenn man rastet, kommen alle Gegner wieder. Und wenn man stirbt, verliert man seine Runen. Wenn man sie dann nicht wieder einsammelt, sind sie für immer verloren etc. Also das ist alles sehr, sehr klassisch. Da ist auch nichts Neues. Aber das wollte ich auch nicht. Ich bin ja wirklich, für mich ist das einfach Elden Ring spannend, weil ich sehen möchte, wie gut das mit einer offenen Welt funktioniert. Und soweit muss ich sagen, so vom ersten Eindruck, das war ein geiler Moment. Das war wirklich, wirklich schön. Und ich habe sofort so viele Orte gesehen, wo ich hinlaufen wollte. Ich habe auch sofort diesen Reiter unten gesehen, den ich, und das kann ich für diese Folge schon mal sagen, in dieser Folge keinmal gesehen habe, weil ich ihn ganz, ganz fein umgangen habe, weil ich jetzt schon wusste, wenn ich mich dem nähere, dann kriege ich arg auf die Fresse. Was hingegen mich nicht davon abgehalten hat, zu sterben, im Gegenteil. Ich bin dann so ein bisschen rumgelaufen, habe ein paar unschuldige Tiere getötet, weil ich bin offensichtlich sehr böse. Ich habe Gegenstände gefunden, so ganz viele Pflanzen, mit denen man hinterher craften kann offensichtlich. Die Früchte haben dann auch so Beschreibungen, wo so Kleinigkeiten draufstehen, aber da habe ich jetzt auch nichts gefunden, was ich lore-technisch super interessant fand. Die ganzen Koop-Sachen, wo man leichter sich mit anderen Spielern verbindet, waren mir auch ehrlich gesagt total egal. Wie gesagt, für mich persönlich ist das halt eine Einzelspielerfahrung und ich möchte das schaffen. Werden wir ja im Laufe dieses Tagebuchs sehen, wie gut das funktioniert. Naja, auf jeden Fall bin ich so ein bisschen rumgelaufen, bin extra diesem Typen aus dem Weg gegangen, um dann auf Fledermäuse zu treffen. Und diese Fledermäuse, dachte ich, ja, die gehen ja ganz gut weg. Und dann plötzlich war ich auch leider ganz schön tot. Also bin ich wieder hin, habe mein Zeug geholt und beim zweiten Mal hat es tatsächlich relativ einfach funktioniert. Ich habe mich einfach nur ziemlich doof angestellt. Es ist relativ, also wenn man eine gute Taktik hat, sehr leicht sie auszuschalten. Man muss halt wirklich einfach schnell bei denen vor allem sein. Negativen Status habe ich Gott sei Dank auch nicht bekommen. Das Interessante daran ist, dass man offensichtlich, wenn man so kleine Gegnergruppen tötet, seine Flaschen wieder aufgefüllt hat. Das bedeutet, man kann relativ taktisch vorgehen, indem man seine Flaschen aufbraucht und dann
wenn man die Gruppe geschafft hat, kriegt man sie wieder. Das heißt, man muss jetzt auch nicht wirklich immer vorsichtig mit seiner Gesundheit umgehen, zumindest nicht so vorsichtig, wie man das vielleicht sonst bislang gewohnt ist. Und ja, was natürlich auch immer wieder ein bisschen auffällt, sind kleine Ruckler, werdet ihr in diesem Video leider immer wieder ein bisschen was von sehen. Das ist einfach aktuell technisch ein bisschen schade, weil ich habe einen Rechner, mit dem dieses Spiel so gut laufen müsste, dass eigentlich nirgendwo auch nur eine kleine Framerate-Einbruch zu sehen sein dürfte. Ihr seht's, es ist da, es wird sich und muss sich vor allem auch noch bessern, es ist aber ärgerlich, weil der Rest wirklich, wirklich toll ist. Und wie gesagt, hier merkt man auch nochmal, wie cool es ist, dass man frei springen kann. Das wirkt so banal und ist es eigentlich auch, aber es ist für diese Art von Spiel halt erfrischend tatsächlich. Es kommt ja immer auf den Kontext an. Ja, wie gesagt, beim zweiten Mal hat es geklappt, wir haben die Flaschen wieder aufgefüllt, ich habe mich ein bisschen weiter umgeschaut, bin erstmal hier hochgegangen, habe mich ein bisschen umgeschaut und habe dann dieses Gebäude gesehen, wo ich leider nichts gefunden habe. Ich bin da nicht reingekommen, aber ich habe direkt diese kleine Kirche gesehen und habe dann festgestellt, okay, hier kann man offensichtlich dann schnell speichern und zwischen den Sachen immer hin und her reisen. Und ja, dann bin ich halt so weiter rumgelaufen, nicht? Wollte halt noch nicht diesem normalen Pfad folgen, weil ich die Welt halt so spannend fand. Und habe diesen komischen Händler hier gefunden, habe mir da tatsächlich auch erstmal Hinweise gekauft, weil ich bin das gewohnt aus solchen Spielen, dass Informationen meistens sehr wichtig sein können. Das sind so Kleinigkeiten, wo man dann plötzlich eine coole Waffe finden kann oder irgendwas Spannendes. Deswegen habe ich ihm diese Informationen abgekauft, habe mir das durchgelesen, nichts verstanden, hoffe, dass sich das irgendwann nochmal rentiert. Hab das immer noch nicht so richtig verstanden, aber meine Güte, so ist es eben. Und es wird auf jeden Fall noch besser werden, das kann ich schon mal für die nächsten Folgen versprechen. Ja, und dann habe ich eben so einen kleinen Bereich gefunden, wo so merkwürdige Eier waren. Die habe ich dann kaputt gemacht. Die waren noch relativ einfach. Also die haben so ein Gift ausgestoßen, aber war nicht wirklich gefährlich. Überraschenderweise waren die zwei Fliegen, die danach kamen, viel gefährlicher. Also die haben mich erstens kirre gemacht, weil die so schnell im Kreis geflogen sind, dass mir fast schlecht geworden ist. Und ich habe die am Anfang einfach nicht getroffen. Also wenn man sie einmal getroffen hat, sind die sofort weg. Aber das war so eine Herausforderung, von der ich gar nicht wusste, dass ich sie habe. Und das war super merkwürdig. Auf jeden Fall habe ich in diesem kleinen Teich dann so einen kleinen Nebenweg gefunden, an diesem kaputten Haus lang. Und da ging es dann plötzlich auf so ein Nebenfeld, also auf so ein Feld, wo dann so Leute rumstanden. Da habe ich dann nochmal meine Schleichfertigkeiten in Angriff genommen. Da standen drei Typen und die kann man dann backstabben und dann sind die relativ schnell kaputt. Aber ehrlich gesagt habe ich, also den zweiten habe ich jetzt auch noch gekriegt, sieht man hier schön. Aber danach war es einfach gar nicht mehr notwendig, weil die Typen sind so schwach. Also die sind mit zwei Schlägen kaputt, deswegen habe ich mir die Mühe gar nicht mehr gemacht, habe sie weggemetzelt und dann diese Umgebung hier weiter erkundet. Und so viel war da gar nicht. Da waren halt wieder ein paar Materialien für später. Ich habe halt damit noch nichts anfangen können. Und dann ging es auch schon in den ersten Dungeon. Da war ein optionaler kleiner Dungeon. Die sogenannten Sturmfußkatakomben. So. Und das war ganz cool. Also einfach so ein kleiner Mini-Dungeon, der war auch wirklich nicht groß und da gab es nur einen Gegnertyp, nämlich diese komischen Steingolems hier, die überraschend stark sind. Wenn man aber wie ich relativ schnell rausfindet, wie die ticken, sind die auch überhaupt kein Problem. Meistens kommen sie zu zweit, einer steht hinten und wirft auf einen, den kann man aber relativ leicht ausweichen. Der andere stürmt vor und kann einem auch echt einen Blutenstatus hinzufügen, was dann dafür sorgt, dass man kontinuierlich Leben verliert. Was mir tatsächlich keinmal passiert ist, und ja, ich möchte jetzt ein bisschen flexen, das ist okay. Ich habe hier erstmal versucht, so mit Sprungangriffen und Ausweichen, Rückweichen. Das Problem ist, wenn die einmal mit ihrer Combo loslegen, dann hauen die ganz schön rein, auch mit Blocken. Also die hauen durch den Block auch ganz gut durch. Was ich rausgefunden habe, man kann die sehr schnell ausschalten, wenn man einmal einen Treffer landet. Denn dann kann man einfach, dann hat man genug Ausdauer, dass man einfach Schlag nach Schlag nach Schlag nach Schlag draufsetzen kann und dann haben die keine Chance. Man muss nur einmal wirklich genau rankommen. Ja, und dann habe ich erst den ersten Raum erkundet, da war nicht viel drin. Dann habe ich eine schwere Tür gefunden, da war jetzt aber auch nicht so viel drin. Aber bin halt auf mehr von diesen Viechern gestoßen, die aber auch keine große Herausforderung war. Das Problem war eher, dass ich keine Heiltränke mehr hatte. Und dann gab es nämlich eine Feuerfalle. Und an der bin ich kläglich gescheitert und gestorben, weil ich, ja, ihr seht's ja.
Und das war die größte Herausforderung in diesem Dungeon, immer an diesen Feuerfallen vorbeizukommen. Ansonsten war dann auch nicht viel, es ging nochmal eine Treppe hoch, ich habe einen Schalter gefunden, um die Tür aufzumachen. Und das war es im Grunde auch. Da waren jetzt keine großen, wichtigen, spannenden Items drin. Oder ich habe sie halt übersehen, so ist das. Man kann zum Beispiel bestimmt noch hinter diese Feuerdinger laufen, das muss ich vielleicht nochmal ausprobieren, da habe ich nämlich auch Sachen gesehen. Aber ansonsten war ich dann einfach am Schluss bei diesem Boss, der hinter der Tür lag, nachdem ich den Schalter gefunden habe. Und der war am Anfang erstaunlich einfach. Beim ersten Mal konnte ich ihm schon direkt die Hälfte abziehen. Da habe ich mich ein bisschen doof angestellt und bin gestorben und dachte, ach ja, das wird ja super einfach. Aber naja. Letztendlich hat mich dieser Boss dann doch mehr Nerven gekostet, als ich gedacht habe, aber auch wahrscheinlich einfach, weil ich viel zu ungeduldig war und entsprechend das sich ein bisschen hingezogen hat. Ich habe den dann aber wegklatschen können, es war wirklich eigentlich ein sehr moderater Boss, hat keine schwierigen Angriffsmuster, aber ihr kennt das ja, wenn man sich halt zu sehr darauf versteift, ich will den jetzt schnell weglegen und ganz, ganz viele Treffer landen, dann wird es meistens nichts und ja. Zum Schluss war es dann aber verhältnismäßig einfach, er war weg. Ich war ein bisschen enttäuscht, ich habe eine größere Belohnung erwartet, ehrlich gesagt. Also man besiegt diesen wunderbaren Wachhund. Und dann bekommt man halt die Asche des Zauberadligen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich muss mir das noch angucken. Ich habe mir dieses Item noch gar nicht angeschaut. Das ist was für nächste Folge. Und habe dann gedacht so, war das jetzt wirklich schon alles? Hier ist noch so ein Teleporter zum Eingang. Ist ganz nett. Ich dachte, hinter diesen Menschendingen wäre was, weil als ich da draufgehauen habe, da war dann plötzlich, kam dann plötzlich Blut raus, aber war halt nichts weiter hinter. Also das war... Da war einfach nichts. Das war einfach ein kleiner, optionaler Dungeon. Der hat auch sehr viel Spaß gemacht dafür. Das mag ich halt jetzt schon daran, dass man nicht mehr dieses Unendliche bei so Nebensachen hat, dass man immer das Gefühl hat, es geht noch weiter und noch weiter und noch weiter, sondern man kann auch mal einfach so einen kurzen, knackigen Dungeon machen und es war wieder gut. Selbst wenn da jetzt nicht der überkrasse Superboss drin war. Ja, und das war's tatsächlich auch schon. Ich habe meinen ersten kleinen Dungeon besiegt. Ich bin im Limgrave angekommen und freue mich jetzt auf noch mehr Abenteuer in Elden Ring und bin gespannt, was in den nächsten Tagebucheinträgen so auf uns alle wartet. Und hoffe, ihr seid auch alle wieder mit dabei und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.